Oh! Ah, oh, schaut wieder saugeil aus, bist deppert. Boah, nein, einmal den Realfilm. Sag mal nicht ab. Gib mir lieber einen Film von Erna, von den Entwickler. Boah, ich das gar nicht. Oder der fickt sie alle, oder bist du heppert? Deine Schätze, ja! Der hat sich angeschissen, das will ich angreifen. Oh, da schau, da schau! Gute Idee. Es ist genial, Raiden. Wenn ich Sub-Zero das nächste Mal sehe, muss ich ihm für die Inspiration danken. Er fühlt das im Hintergrund. Du, das wird nicht klappen. Ich glaube, er fühlt sich also lieber selber. Ich glaube, der Cash. Naja, oder vielleicht doch. Ach, wir müssen einfach weitermachen. Wir sitzen seit Monaten fest. Ich kann keinen neuen Film auf Außenweltmonstern und Magie aufbauen. Ah, die jetzt sogar die Zeta Dragon Ball. Deshalb bist du hier? Liu Kang sagte, der Job würde mein Leben verändern. So sieht's aus. Meine Ex wird noch bereuen, dass sie weg ist. Wie selbstlos. Oh bitte, Tattoo. Du bist nur hier, um dein Schwert zu holen. Wir alle haben Gründe, hier zu sein. Manche sind besser als andere. Aber wir sind nicht hier, um uns zu streiten. Wir sollen für das Erdenreich kämpfen. Wird aber auch Zeit. Und heute wird einer von euch auserwählt, um beim Turnier anzutreten. Einer von uns, Lord Liu Kang? Stellt die Außenwelt nicht mehrere Champions? Die Turnierregeln geben dem Gastgeber den Vorteil. Und die Außenwelt ist diesmal an der Reihe. Also ich weiß ja nicht, warum ich nie gefragt habe, aber wie ist unsere Bilanz beim Turnier? Erdreich und Außenwelt sind schon lange ebenbürtig. Doch die Außenwelt wird stärker. Wenn sie gewinnt, werden die Sympathisanten des Krieges jubeln. Ich dachte, du liebst die Außenwelt. Sie ist ein Ort von Schönheit, Reichtum und Wissen. Doch sie haben andere Ziele als wir. Wir leben in Frieden, weil sie unsere Stärke respektieren. Zeigen wir Schwäche, wird unser Rivale zum Feind. Ich werde siegen, Lord Liu Kang. Erst müsst ihr das Recht erlangen, uns zu vertreten. Es wird auserwählt, wer gegen die anderen besteht. Also mal jeder gegen jeden. Würde ich jetzt mal kurz behaupten. Raiden, tritt vor. Gute Wahl. Die Schwachen zuerst. Tritt gegen ihn an. Ah, er kriegt voll einen aufs Maul jetzt. Bereit für die Nahaufnahme? Okay, dann mal los. Aber denk dran, Landei. Ich bin eine Kampfsport-Ikone. So viel Action verkraftest du nicht. Er kriegt so dermaßen einen aufs Maul. Ich bin bereit, Johnny Cage. Mein Geist und Verstand kämpfen als Einheit. Let's go! Immer der erste Fight, immer der erste Schlag. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber oder? Der hat aber noch nicht seine Blitze, gell? Na? Oh, oh. Er hat noch nicht seine Blitze, der Haberer. Zeig mir noch ganz kurz her. Was hat denn der so alles? Der hat ja noch gar keine Fähigkeiten, der Haberer. Ja, da noch so ein bisschen. Ja, okay, ja, Basisangriffe. Ja, okay, ja, der was, ein Pizzale oder was. Aber dennoch halt, bist du jemand. Ich vermisse da so irgendwie seine Blitze von dem Haberer. Der darf seine Blitze nicht aktivieren, oder wie? Oder kann ich wenigstens die Kombinationen starten und das Ganze, was? Bist du voll eingeschränkt irgendwie ein bisschen mit dem? Bist du voll eingeschränkt, Alter? Ganz anders! Urkomisch, urkomisch, wenn der nicht so eine Blitze macht, der Haberer. Aber kämpft ein bisschen langsamer, ist das Gefühl. Ab und zu. Außer du bist in der Kombi. Außer du bist in der Kombi, aber sonst kämpft der relativ langsamer, ist das Gefühl. Also jedes Mal, oder wenn ich meine Kombination starten will, oder macht ihr irgendeinen Switcherer. Taugt mir nicht.
Mhm. Na, so taugt mir der Rain überhaupt nicht. Na, ich brauch da seine Blitze, wie er dann auch mit dem Gutal da noch hinhaut und alles. Na, so ist er. Na, so ist er. Dieser Kampf war eine Ehre. Zart. So fühlt er sich ein bisschen zart an. Ohne die Blitze, ohne nix. Ist nix. Ist nix. Kenshi Takahashi, du bist der Nächste. Nix aufs Maul. Na super. Mit dem Schwertel auch noch. Du bist echt gut, Raiden, aber zu unerfahren. Witz, was mir an Erfahrung fehlt, macht mein Herz wieder wett. Der Mut, nicht das Herz, gewinnt den Kampf. Ich weiß es. Ich war schon in Hunderten. Fight! Ich würde das so geil finden, wenn er während des Kampfes jetzt sein Augenlicht verliert oder irgendwas. Das wär's, das wär's. Wo dann aus einem Schatten-Doppelgänger Havara dann auch noch gewirkt und so, oh. Dann ist der auch badass, Motherfucker. Weil so ist er jetzt auch irgendwie so ein bisschen die Light-Version. Und du hast jetzt eigentlich fast bei allen immer irgendwie so die Light-Version. Finde ich zwar eh cool, aber ist man halt nicht gewohnt. Weißt, man hat immer, man ist gar gewohnt, dass die alle Fähigkeiten haben und alles drum und dran. Ist einmal was Neues. Ist einmal definitiv was Neues. Kann man nichts sagen. Und weg, Beast. Tschüss, Papale. Passiert nicht wieder. Also wir werden einmal definitiv gegen jeden antreten müssen. Mhm. Ich hab kein Schwert, ich hab nur die End, oder bist du jemand? Ja, da Reichweite, der Hund. Ja, kannst nicht gescheit aufbauen. Was nicht. So, zwar die ein oder andere Fähigkeit geht eh, aber sonst... Ein bisschen zart mit ihm zu kämpfen. Ein bisschen zart, wenn der keine Fähigkeiten hat. Hat nur nicht seine Blitze. Hat nur nicht seine Blitze. Schaut doch nicht so spektakulär aus, was? Ich bin gespannt, an welchem Moment die alle ihre Fähigkeiten kriegen. Oder vielleicht gar nicht einmal in der Story. Wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube schon, so gegen Ende hin werden die wahrscheinlich alle in dem Punkt dann sein. Dies ist ein wohlverdienter Sieg. Wo es vorher waren. Ruh dich aus, Raiden. Heute Abend begegnest du deinem letzten Gegner. Na, aber hallo. Ah, das schaut beim wieder so schön aus. Finde ich aber auch super, dass sie es einmal Tag und einmal Nacht gemacht haben. Taugt mir voll. 50 Mäuse, dass Kung Lao gewinnt. Wie wär's mit mehr? Zum Beispiel Sento. Das kannst du vergessen. Raiden, Kung Lao. Der Sieger wird das Erdenreich gegen die Außenwelt vertreten. Eine schwere Pflicht. Übernehmt sie nicht leichtfertig. Tretet jetzt zurück, dann gibt es keine Konsequenzen. Ich wähle den Kampf, Lord Liu Kang. Und ich auch. Möge der beste Kämpfer gewinnen. Gib auf, Raiden. Du hast mich nie geschlagen. Das wird heute nicht anders. Nein. Mit Ansage! Dann, dass sich das Universum in konstanter Veränderung befindet. Ah, oh, im Dunkeln schaut es auch noch so dermaßen geil aus. Uiuiuiuiui. Weißt du, was ich aber dabei die ganze Zeit aktuell vermisse? Die Quicktime-Sequenzen. Wo sind denn die Quicktime-Sequenzen, Alter? Wo sind denn die? Die vermisse jetzt aber komplett. Muss ich aufpassen. Er mit seinem depperten Neichenhutal oder mit seinem deppertes Upgrader. Und scheißen gehen die Zähne. Aber ich glaube, das kommt noch. Ich hab so das Gefühl, es wird noch kommen. Ich hab so das Gefühl, es wird noch kommen. Er hat sogar schon seine neuen Fähigkeiten. Hiermit ohne Blitz, ohne nix. Da geht nichts weiter. Da geht echt nichts weiter. Mach immer nur das Gleiche. Ist zart. Ist zart. Das war Glück, Raiden. Du bist wie ein Blitz. Du bist wie ein Blitz. Bam. Liegt schon wieder auf der Matte.
Wenn ich wenigstens Gegenstände verwenden könnte oder irgendwas, das wäre dann mega. Dann könnte ich wenigstens die Combo ein bisschen besser fabrizieren. Aber na. Passt, so geht's auch. Machen wir gleich Brutality, Alter. Und geht schon, Kopf ist weg. Ihr habt alle hart trainiert. Raiden am meisten. Dieser Ausgang überrascht mich nicht. Wie konnte ich? Glückwunsch, Raiden. Für das Turnier brauchst du das hier. Oh. Ah, jetzt kriegt er endlich seine Blitze. Es gehört den Götterältesten. Es gibt dem Träger die Macht über Blitz und Donner. Jetzt? Nur zu. Ich fertig bin mit dem Charakter? Danke. Super. Es ist unglaublich. Aber ist es nötig? Die Außenweltler im Turnier sind nicht nur mächtig, sie beherrschen auch Magie. Das Amulett gleicht es wieder aus. Sei bloß vorsichtig, Raiden. Du könntest dich verletzen oder sterben. Kein Turnierteilnehmer wurde je schwer verletzt oder getötet. Ich schicke meine Champions nie unvorbereitet in den Mortal Kombat. Dann reisen wir zur Außenwelthauptstadt Sundo. Das Turnier findet im Palast der Imperatoren statt. Ich glaube, da hat er gelogen. Da ist noch nie einer gestorben. Ja, weil Mortal Kombat 1, aber beim Mortal Kombat 11 sind so einige gestorben schon. Bist du die? Die Außenwelt wirkt fremd und berauschend für Erdenreichler. Lasst euch nicht benebeln. Ihr müsst euch auf euer Ziel konzentrieren. Er ist wieder mit einer Händin. So ein Hund, so ein Hund. Geil. Alles für die Klicks. Leute, alles für die Klicks. Die Frage ist, hat er überhaupt da noch Empfang? Gar 5G mehr oder was? Ich glaube, wir sind nicht mehr im Wunderland. Oh, wow. Na, hallo! Und sind als Töchter. Ja. Gar nicht mal so übel. Hat der jetzt Xindler? So. Xindler, gell? Charakter. Ah, okay. Kann man dezent falsch verstehen. Na, aber hallo. Lord Liu Kang, willkommen. Danke, Prinzessin Milena. Kennst du noch meine Schwester? Natürlich, Prinzessin Kitana. Oh, die da lebt normalerweise an anderen Mund, oder? Kenshi Takahashi und Erdenreich-Champion Raiden. Ich hoffe, du bist bereit, Raiden. Unsere Champions sind siegessicher. Und ich am allermeisten. Mein letzter Sieg ist schon viel zu lange her. Prinzessin Melina, wir müssen los. Imperatorin Sindel wartet. Danke, Tanya. Bitte folgt mir. Normalerweise ziehe ich immer die Maske auf, dass sie das bedeckt. Aber es kommt wahrscheinlich erst. Muss ich ja mitmachen. Das erinnert mich irgendwie wieder an Black Panther, komischerweise. Verdächtiger Hase. Das sind Zentauren und Shokan. Die Sechsarmigen sind Naknadana. Die Mönche erzählten von ihnen, doch sie selbst zu sehen. Ich sehe, dass ihre Hoheit wieder einmal keine Kosten fürs Fest scheut. Sollte sie denn? Sie gedenkt meinem verstorbenen Vater. Bewunderung, Prinzessin. Kein Urteil.
Wie alle in der Außenwelt schätzte ich Jared sehr. Ui. Erste Wachtmeisterin, unser Weg sollte frei sein. Musste das sein? Sollte ich Takatana die Stadt infizieren lassen, Majestät? Die Verhafteten haben welche beherbergt, statt sie zur Quarantäne zu melden. Die Erdenreichler sollten solche Dinge nicht erfahren, Li Mei. Von Sundos erster Wachtmeisterin erwarte ich Besseres. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Prinzessin Merlina scheint sie nicht sonderlich zu mögen. Li Mei führte die Umgadi, die Palastwache. Unter ihrer Aufsicht wurde der Vater der Prinzessin ermordet. Oh. Deine Sorge verbraucht nur sinnlos Energie, Raiden. Aber das Turnier, wenn ich verliere? Achte auf deinen Weg, nicht das Ziel. Mehr kannst du nicht kontrollieren. Aber hallo, Alter. Na, aber hallo. Wir haben hier Kaido aus One Piece. General Shao, lass dich nicht provozieren. Liegt es an mir? Oder ist der Erdenreich-Champion magerer als sonst? Willst du seine Stärke testen? Raiden wird sich früh genug beweisen. Wissen die Erdenreichler immer noch nichts von der Existenz der Außenwelt? So ist es sicherer, General. Vermutlich. Ihre Gemüter verkraften wohl die Wahrheit nicht. Du hältst sie für schwach, ja? Und das, obwohl sie so oft das Turnier gewinnen? Wir zerstören deinen Champion Liu Kang. Er wird nicht vom Sieg kosten. Mit Ansage. Ui, ui, ui. Ah, die neue Tante da mit ihrer Horde. Oh, die ist aber auch nicht so schlecht. Die ist so schlecht, ist die gar nicht. Zeig wieder die Kamera von hinten, wirklich interessanter. Ja, ich hab die irgend so am Fleck oder irgendwas entdeckt. Am Quantel. Willkommen, Mitglieder unseres Hauses. Willkommen, geschätzte Gäste des Erdenreichs. Lasst uns das Vermächtnis meines verstorbenen Mannes ehren. Und das Turnier fortführen, das er mit Lord Liu Kang erschuf, um den Frieden zwischen den Reichen zu bewahren. Möge Jareds Seele von ihrer Ruhestätte im lebenden Wald voll Stolz über uns wachen. Lord Liu Kang. Imperatorin Sindel, ich bin erfreut, erneut euer Gast zu sein. Hier bist du immer willkommen. Nun, zeigt eure Champions. Der Erdenreich-Champion ist Raiden, Majestät. Er verdient den Titel, da er die besten Qualitäten der Erdenreichler verkörpert. Du wirkst nervös, junger Mann. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land und soll hier gegen die größten Krieger...